zu unserem Einschub hier mit dem Thema Beurteilung eines binären Klassifizierers. Was soll das? Bei der Datenanalyse erstellen wir ganz häufig Modelle, mit denen wir Vorhersagen machen, und wir müssen dann auch angeben, wie gut diese Vorhersagen sind. Dafür gibt es Maßzahlen und die möchte ich Ihnen heute erklären. Das Übliche, was jeder kennt, ist die Accuracy. Die geben Sie auch immer an, die Accuracy ist so und so hoch, aber Sie werden gleich sehen, die Accuracy ist meistens überhaupt keine gute Maßzahl, überhaupt keine gute Idee. Wir schauen es uns an. Das gilt für alle Klassifizierer, die wir haben. In den Beispielen, die ich hier habe, werde ich nur ausschließlich auf Klassifizierungen eingehen, die zwischen zwei unterschiedlichen Ausprägungen unterscheiden, also krank und gesund oder in Ordnung kaputt, was weiß ich, also nur zwei Unterscheidungsmerkmale. Sie können das aber leicht auf beliebig andere Probleme, also auch auf Mehrfachklassifizierung natürlich erweitern und anwenden. Also, unser erstes Beispiel. Wir nehmen mal an, wir messen die Temperatur, die Körpertemperatur irgendwelcher Menschen und wir schreiben dazu, ob die Leute krank sind oder gesund sind. Ja, wenn Sie auf die da drüben auf der linken Seite auf die Tabelle schauen, dann werden Sie feststellen, das geht irgendwie kreuz und quer. Auf der rechten Seite habe ich es Ihnen sortiert nach der Temperatur der Messungen. Und da sieht man schon viel besser, wie das aussieht. Nämlich man sieht, es gibt eben dummerweise nicht unbedingt genau eine Grenze, an der die Leute krank sind. Dass man sagen kann, bis 37,5 Grad sind sie gesund und drüber sind sie krank. Sondern es gibt hier zwischen 37 und 38 Grad gibt es irgendwie Menschen, die krank sind oder gesund sind. Und man kann es an der Temperatur eben nicht feststellen. Das ist der Normalfall, dass wir keine klare Grenze haben, die unsere Klassen voneinander trennen. Und deshalb haben wir Fehler immer bei jeder Vorhersage und deshalb müssen wir versuchen, diesen Fehler zu minimieren und das Modell zu optimieren. Wie gehen wir damit um? Wir gehen damit um, indem wir vier Maßzahlen uns machen. Und zwar, ich male mal hier ein, nehmen wir mal an, wir machen eine Trennung, wo sollen wir die machen? Bei 37,5 Grad, ja, sagen wir wegen mir, alles was ab 37,5 Grad sagen wir, es ist krank. Wir messen die Temperatur und wenn es 37,5 oder mehr ist, dann soll der Mensch krank sein oder dann denken wir, er ist krank. Ja, wenn es kleiner ist, denken wir, er ist gesund. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Wir klassifizieren ganz viele richtig. Ja, alle, die da unten, werden richtig. Die da oben bei 37 werden auch richtig klassifiziert. Aber die, die dicht dran sind, die werden eben dummerweise nicht richtig klassifiziert. Das heißt, wir haben eben tatsächlich vier Gruppen von Ergebnissen. Nämlich, wir haben die True Positives. Das sind die, die sind in Wirklichkeit positiv. Also sagen wir krank zum Beispiel, ja. Positiv sei krank, also denn die, die wirklich krank sind und die wir auch als solche erkennen. Wir haben die True Negatives, das sind die, die wirklich gesund sind, die wir auch als solche erkennen. Wir haben die falsch Positiven, das sind die, die sind in Wirklichkeit gesund, wir denken aber, sie seien krank. Ja? Das sind die Gesunden, die eine höhere Temperatur haben. Und wir haben die falsch Negativen, das sind die, die in Wirklichkeit krank sind. Wir denken aber, sie seien gesund, weil sie nämlich kein Fieber haben. Ja, das ist der da oben bei 37,1. Also, so können wir diese Tabelle aufbauen. Und eigentlich müssen wir uns immer diese ganze Tabelle angucken. Ja, wenn wir diese Tabelle anschauen, die heißt Confusion Table, wenn wir die Confusion Table anschauen, unsere Ergebnisse, dann sehen wir ganz genau, was da Sache ist. Wie viel von welchem Fehler machen wir. Aber das ist natürlich ungünstig, weil da haben wir eine Tabelle zum Anschauen. Ja? Die Leute wollen immer eine Zahl haben, wo man sagen kann, 100% ist gut, 0% ist schlecht oder so. Und nicht eine ganze Tabelle, die man interpretieren muss. Da muss man nachdenken, wenn man das interpretieren will. Und nachdenken fällt doch dem einen oder anderen relativ schwer. Deshalb berechnen die Leute die Accuracy.
Ja, die Accuracy ist da oben, habe ich ihn aufgeschrieben. Etwas kompliziert hingeschrieben, ja, True Positives plus True Negative durch TP plus FP plus FN plus TN. Das sind alle. Ja, also was heißt das? Wie viele sind als richtig positiv erkannt, plus wie viele sind als richtig negativ erkannt, also alle richtigen geteilt durch alle. Das ist die Accuracy. Ja, genau. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Ja, aktuelles Beispiel im 2021, mitten in der vierten Corona-Welle, habe ich mal einfach einen Dummy-Datensatz erstellt, habe gesagt, okay, November 2021 haben wir etwa 250.000 positiver Corona-Tests, PCR-Tests pro Woche. Die Erkrankungsdauer ist so 8 bis 10 Tage. Das heißt, wir haben etwa eine Prävalenz von 300.000. Das heißt, 300.000 Menschen in Deutschland sind etwa an Corona erkrankt gleichzeitig. Jeden Moment. Manche werden gesund, andere werden wieder krank. Wir haben etwa 80 Millionen Einwohner. Das heißt, wir kommen auf etwa 0,4% der Bevölkerung. Die dazugehörige wöchentliche Infektionsrate, also wie viele infizieren sich pro Woche, ist nach dem Robert-Koch-Institut für diese Zeit mit 0,21% angegeben. Ja, nur als Beispiel zum Vergleich, die wöchentliche Grippeinfektionsrate, die gibt das RKI mit 5,5% an. Das ist also deutlich größer, 20 Mal so groß. So, jetzt machen wir eine ganz dumme Annahme. Nämlich, wir machen die Annahme, alle Kranken haben Fieber, hohes Fieber, höher als 38,5 Grad, damit man es auch messen kann, alle Gesunden nicht. Warum machen wir die Annahme? Naja, Sie ahnen, was dahinter steckt. Es gibt ja Länder, die messen die Körpertemperatur von Menschen. Ja, wenn Sie in den Zug einsteigen irgendwo in Asien, dann wird mit so einem kontaktlosen Thermometer die Körpertemperatur gemessen und dann sagen die, oh, wenn der hohe Körpertemperatur hat, dann darf er nicht mitfahren, weil dann hat er ja vielleicht Corona. Die Annahme dahinter, oder die dumme Annahme dahinter wäre zu sagen, ja, wenn die Temperatur, also wenn er krank ist, hat er eine hohe Temperatur. Wenn das nicht so wäre, bräuchte man nicht messen, logischerweise. Also das ist die Annahme. Alle Kranken haben erhöhte Temperatur, alle Gesunden haben keine erhöhte Temperatur. So, links dargestellt ist eben ist der Ist-Zustand. Ja, wir haben 300.000 Kranke. Wir haben dafür 79.700.000 Gesunde dementsprechend. Wir nehmen mal an, wir messen alle Bürger in Deutschland durch, dann würden wir unter dieser Annahme hier, alle Kranken haben Fieber, alle Gesunden nicht, würden wir genau 300.000 Menschen finden, die Fieber haben, nämlich genau die 300.000, die Corona haben. Ja, die anderen nicht. Wenn wir hier unsere Confusion Table ausfüllen, dann finden wir nur in den diagonalen Werte stehen. Ja, wir haben die positiven alle gefunden, wir haben die negativen alle gefunden, wir haben keine falschen negativen, keine falschen positiven. Die Accuracy kann man auch ausrechnen hier unten, ist natürlich 100%. Ja, perfekte Welt. Leider ist die Welt nicht so perfekt, ja, sondern wir müssen eigentlich sagen, ja, nicht alle Kranken haben vielleicht Fieber und auch nicht alle, die Fieber haben, sind krank. Es kann ja mal sein, dass einer aus irgendeinem anderen Grund eine erhöhte Körpertemperatur hat. Zum Beispiel, weil er eine andere Krankheit hat oder kein Corona hat. Er ist ja vielleicht krank, aber hat zumindest kein Corona. So ein Beispiel werde ich am Ende hier mal rechnen, aber das machen wir dann nicht mehr von Hand. Ja, dann nehmen wir dann eine Ärztehilfe, da kann man das ein bisschen einfacher rechnen. Deswegen schiebe ich das mal noch etwas zurück hier, das Beispiel. Ich mache stattdessen jetzt mal eine ganz andere dumme Annahme. Und zwar, ich setze mein Limit, ab dem ich sage, die Leute sind krank. Das setze ich jetzt einfach hier mal auf lockere 45 Grad. Ja, kann ich ja machen. Nur wenn einer 45 Grad Temperatur hat, dann sage ich, ja, du bist krank, du hast Corona.
Völliger Unsinn, aber kann ich ja mal machen. Was kommt dann raus? Ja, dann messe ich natürlich überhaupt niemand mehr als positiv. Es gibt keinen, der 45 Grad Körpertemperatur hat, logischerweise. Und ich messe 80 Millionen als gesund. Wie sieht die Accuracy aus? Also unsere Confusion Table, da sehen wir, da stimmt was nicht. Ja? Wir haben hier die zwar ganz viele True Negatives, logisch, wenn ich alle als gesund kennzeichne, dann sind natürlich die vielen Gesunden auch gesund, richtig gesund, aber ich habe hier auch viele falsch Negative entsprechend. Wie sieht die Accuracy aus? Jo, kommen Sie mal her, die ist immer noch 99,6%. Ja. Also, obwohl wir hier einen völligen Blödsinn machen, haben wir immer noch eine Accuracy von fast 100%. Und Sie sehen, macht überhaupt gar keinen Sinn, hier eine Accuracy anzugehen. Schauen wir mal weiter. Ich setze hier mein Limit, ab wann einer krank sein soll, wieder auf einen halbwegs vernünftigen Wert von 38,5 Grad. Aber ich nehme jetzt mal die Grippe mit dazu. Ja, das heißt, ich nehme jetzt tatsächlich diese ganzen Grippekranken hier mit dazu. Das bedeutet, wenn man das runterrechnet, wir haben aktuell diese 300.000 Corona-Infizierten im Land. Wir haben aber auch 8 Millionen Grippe-Infizierte im Land, Grippekranke im Land. Und die haben auch Fieber. Das heißt, mein Messergebnis, wenn ich jetzt messe, ist natürlich, ich messe als Kranke die Corona plus die Grippekranken, habe ich 8,3 Millionen positive Ergebnisse. Jetzt sieht meine Confusion Table hier auch schon wieder ein bisschen interessanter aus, ja? Weil jetzt sehe ich hier, ich habe die richtigen, also richtig positiv, richtig negativ. Ich habe jetzt eine Menge falsch positive mit drin. Warum? Das sind die Grippekranken, die ich über meine Temperaturmessung rausfische, obwohl die gar keine Corona haben. Und das sind mehr als die richtig positiven, die ist viel, viel mehr, ja? Was ich nicht habe, ich habe keine falsch Negativen, weil ich immer noch natürlich die Annahme mache, alle, die krank sind, haben wirklich auch Fieber. Immer eine unsinnige Annahme. Aber ich will Ihnen einfach hier Zahlenspielchen machen, damit Sie sehen, wie hier die Accuracy rauskommt. Und Sie sehen, selbst in diesem Fall hier bekommen wir immer noch eine Accuracy von 90%. Gar nicht mehr ganz so schlimm wie die 96, wie die 99,6%, aber immer noch schlimm genug. Also, die Accuracy ist definitiv kein gutes Maß. Und zwar vor allem ist sie kein gutes Maß, wenn der Datensatz nicht balanciert ist. Was heißt es? Balanciert heißt, dass ich in beiden Gruppen, die ich unterscheiden will, gleich viele Leute habe. Wenn da gleich viel drin sind, dann ist die Accuracy häufig sogar möglich und gar kein schlechtes Maß. Aber in der Praxis haben Sie den Fall fast nie. Sie haben fast nie den Fall, dass Sie gleich viele von beiden Gruppen haben. Und sobald es nicht balanciert ist, führt Sie die Accuracy gewaltig in die falsche Richtung. Ja? Also die Accuracy, wenn der Datensatz nicht balanciert ist, bitte, bitte nicht verwenden. Dann sagen die Leute, ja gut, dann nehmen wir die Error Rate wieder zu. Also wie viele sind falsch? Die Error Rate ist natürlich nichts anderes als die Accuracy, der Rest der Accuracy sozusagen. Ja, wenn ich 99,6% Accuracy habe, dann habe ich eine Fehlerrate von 0,4%. Die führt mich ganz genau gleich in die Irre. Ja, also die Error Rate nutzt uns gar nichts. Die macht genau den gleichen Fehler wie die Accuracy. Wir brauchen andere Maßzahlen, die wir hier ansetzen können. Deshalb ist die Frage, wie kommen wir aus diesem Problem raus? Wir kommen gar nicht raus aus dem Problem, zumindest nicht über die Accuracy. Was wir eigentlich machen müssen, ist, wir müssen akzeptieren, dass wir unser Modell nicht beurteilen können, indem wir nur auf eine Zahl schauen. Also wir müssen auf mehrere Zahlen schauen, am besten auf die ganze Confusion Table oder vielleicht kann man ja doch ein bisschen was zusammenfassen. Und da hat sich was eingebürgert im europäischen Kulturraum, könnte man sagen, hat sich eingebürgert, dass man zwei Werte berechnet, nämlich die sogenannte True Positive Rate und die True Negative Rate. Das eine ist die Sensitivity, die Sensitivität,
Das zweite ist die Spezifizität, die Spezifität. Und Sie sehen, die Sensitivität, die heißt übrigens auch Recall, die ist definiert als die Zahl der True Positives geteilt durch alle Positives, die tatsächlich in einem Datensatz drin sind. Also heißt, wie viel meiner tatsächlich Kranken zum Beispiel habe ich denn erkannt? Und dann die zweite Zahl, die das Ganze ergänzt, ist eben die True Negative Rate, also wie viele meiner negativen, meiner gesunden, die ich habe, wie groß ist die Rate der gesunden, die ich habe, die ich tatsächlich auch als gesund erkannt habe. Also die True Negatives durch die Gesamtzahl aller tatsächlich Negativen. Und wenn ich jetzt die beiden anschaue, dann bekomme ich schon ein bisschen ein besseres Bild. Das müsste auf der nächsten Folie drauf sein. Schauen wir mal. Ja, da ist es gerechnet. Also, das ist wieder mein Dummbeispiel, Limit 45 Grad, bei dem ich überhaupt nichts finde. Sie haben gesehen, Accuracy führt uns hier, schickt uns hier völlig in den Wald. Wenn ich Sensitivity, Spezifizität berechne, dann kriege ich für die Sensitivität 0%. Für die Spezifität bekomme ich 99,6%. Ja, klar, weil die Negativen, die habe ich ja gefunden. Ja, die sind ja fast alle da. Ja, die Negativen sind fast alle im Richtig drin. Aber für die Positiven bekomme ich 0%. Das heißt, wenn ich die beiden Werte anschaue, anstatt einfach nur der Accuracy, dann sehe ich, dass da der Wurm drin ist in dem Modell. Ja, ich sehe vielleicht noch nicht ganz genau, was da los ist, aber bei einer True Positive Rate von 0%, da ist klar, das taugt nichts, was ich hier mache. Also, das ist schon mal besser. Im angelsächsischen Sprachraum, da hat sich ein anderes Pärchen eingebürgert, das man im Prinzip genauso verwenden kann wie das erste, nämlich das Pärchen, das heißt Recall und Precision. Recall ist wieder die True Positive Rate, ist genau der gleiche Wert. Die Precision ist der Correctly Predictive Value. Das heißt, wir sehen es hier, das sind die True Positives durch die True Positives und die False Positives. Also sprich, der sagt mir, von den Kranken, die ich gefunden habe, wie viele davon sind denn wirklich krank? Auch eine wichtige Zahl. Das ist eine andere Zahl als die True Negative Rate. Und ja, vielleicht sogar tatsächlich, ich tendiere auch dazu zu sagen, das ist tatsächlich anschaulicher. Ja? Wie viel meiner gefundenen Positiven sind denn wirklich positiv, tatsächlich positiv? Also, das sind die beiden Pärchen. Nein, das schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie, glaube ich, habe ich hier nochmal gerechnet. Genau, ich habe es nochmal in dem Beispiel gerechnet. Wieder das dumme Beispiel, 45 Grad Limit, null Positive tatsächlich gefunden. Was liefert uns Precision Recall oder Recall Precision als Ergebnis? Liefert uns ein Recall von 0% und eine Precision von 0%. Das sieht gut aus, ja. Ja, warum sieht das gut aus? Weil die Messung völliger Blödsinn ist. Und genau das kommt hier raus. Genau hier, er zeigt mir die Messung, die du da gemacht hast, die ist Blödsinn. Und das will ich ja sehen, das will ich erkennen können. Ja, wenn wir hier die Accuracy hinschreiben und wir finden 99,6% Accuracy, das täuscht uns nur wieder ein schönes Ergebnis. Okay. Es gibt noch weitere Parameter, die man hier mit dazu schreiben kann. Ich habe ihn noch mit aufgenommen. Den Fallout heißt auch Fails Positive Rate und die Fails Negative Rate, das ist der Miss. Wie sind die definiert? Der Fallout ist definiert als die Falsch-Positivrate durch alle Negativen. Also Falsch-Positive sind ja auch Negative. Und der Miss ist definiert als die Falsch-Negativrate durch alle Positiven. Also wie viele Positive sind mir in die Falsch-Negativen gerutscht, beziehungsweise wie viele Negative sind mir in die Falsch-Positiven gerutscht, sozusagen. Ja, Miss, die Anzahl der Positiven, die nicht erkannt wurden, könnte man auch sagen. Ja, deshalb ist Miss eigentlich auch ein schöner Ausdruck, die ich verpasst habe, die Zahl der Positiven, die ich nicht erkannt habe.
oder Fallout, die Zahl der Negativen, die ich nicht erkannt habe. Ist eigentlich auch, sind sehr anschauliche Maße. Wir werden nachher sehen, es macht tatsächlich Sinn, sich alle anzugucken. Okay, Fallout und Miss für unser Beispiel. Da sieht man, der Miss ist gar nicht schlecht. Ja, natürlich, weil ich ja die Negativen nicht verpasse. Ja, die sind ja alle negativ, also die sind natürlich 100%, aber der Fallout ist 0%. Also bei so einem Beispiel fällt mir wieder am Fallout auch auf, dass hier der Wurm drin ist in meiner Rechnung. Okay, wir sind hier zunächst schon mal in der ersten Zusammenfassung. Ich habe mal die wichtigen Sachen hier hervorgehoben. Das sind diese beiden Pärchen. Ja, also ein schönes Bild von ihrem Klassifizierer und von den Eigenheiten ihres Datensatzes und ihres Modells und ihres Klassifizierers kriegen Sie, wenn Sie ein Pärchen von Werten anschauen, nämlich entweder Sensitivity, Specificity oder Recall Precision. Im Prinzip, ja, es ist nicht ganz egal, man erkennt andere Dinge. Am allerbesten schauen sich alle vier an. Es sind nur drei, ja, Recall und Sensitivity ist dasselbe. Also am besten schauen sich alle drei an, aber es genügt vielleicht auch, sich nur ein Pärchen anzugucken. Wie gesagt, üblich im Angelsächsischen ist eher das Rote, bei uns ist eher Sensitivity, Specificity. Das Übliche. Die Folie habe ich genannt, wenn es dann doch ein Wert sein muss. Ja, Sie wollen eben vielleicht doch, es gibt Machine Learning Methoden, bei denen man viele Modelle produziert. Wenn Sie künstliche neuronale Netze trainieren, da produzieren Sie typischerweise viele, viele, viele Modelle, Dutzende, vielleicht hunderte Modelle. Und dann ist es natürlich schon recht unbequem, sich immer vier Werte anschauen zu müssen, um abzuschätzen, wie gut jetzt jedes Modell ist. Da macht es vielleicht dann schon Sinn, irgendwie, oder da ist man auf der Suche nach irgendeinem Wert, der eben doch vielleicht in einer Zahl das wieder zusammenfasst und zumindest so einen groben Eindruck uns liefert, wie gut ein Modell jetzt ist. Eventuell können Sie eine der Zahlen nehmen, die wir jetzt schon haben, wenn Sie Ihren Datensatz und Ihr Modell gut kennen und wissen, worauf Sie achten müssen. Aber es gibt da schon auch noch andere Ideen. Also wenn es denn nun mal unbedingt ein Wert sein muss, dann könnte man von der Accuracy auf die balancierte Accuracy gehen. Ist so die erste Idee. Ja, man sagt, dass ich die overall, die Gesamtaccuracy anschaue, also wie viele sind denn insgesamt richtig, könnte ich ja die Accuracy anschauen pro Klasse. Ja, und dann stelle ich fest, dass ich vielleicht in einer Klasse, also für die Kranken, 0% Accuracy habe, für die Gesunden habe ich 100% Accuracy. Und dann sieht man ja auch wieder, dass da was nicht stimmt. Und die balancierte Accuracy, die würde jetzt einfach den Mittelwert nehmen. Ja? Also die Einzel-Accuracies und daraus den Mittelwert. Das ist tatsächlich auch nichts anderes als der Mittelwert zwischen der Sensitivität und der Spezifität. Kommt genau das Gleiche. Habe ich das nicht auf der Folie? Aber ich dachte, ich hätte es ausgerechnet. Kommt nachher noch. Ich habe nachher alle zusammen ausgerechnet. Ja. Also die Balanced Accuracy. Es gibt ein paar andere Measures, die muss ich Ihnen zeigen, weil Sie die ganz bestimmt auch im Laufe des Semesters noch brauchen werden. Wir haben einmal den sogenannten F1-Score. Der F1-Score, der ist tatsächlich das harmonische Mittel, das harmonische Mittel, sagt man, zwischen Precision und Recall. Also nicht der Mittelwert, sondern das harmonische Mittel, das wird so berechnet, also Precision mal Recall, geteilt durch Precision plus Recall, mal 2. Der balanciert relativ gut. Wenn jetzt ein Datensatz, also wenn Precision und Recall weit auseinander sind, weil der Datensatz unbalanciert ist, dann macht er eine relativ gute Balance und nähert sich quasi dem Extrem an, sodass der F1-Score klein wird, wenn in einer Klasse was nicht stimmt. Das ist eben der Trick an der Sache. Zweite Möglichkeit ist das sogenannte G-Mean. Der G-Mean ist das geometrische Mittel zwischen Precision und Recall. Ja, also die Wurzel aus dem Produkt
Der balanciert sogar noch ein bisschen besser. Eigentlich klar, weil wenn jetzt einer von den beiden sehr klein ist, wird durch das Produkt der gesamte Wert sehr klein. Ja, deshalb nähert sich der Gmin quasi immer den kleineren der beiden an. Man kann den Gmin sowohl aus Precision Recall berechnen als auch aus Sensitivity und Spezificity. Beides ist möglich. Hängt vom Problem ab, was besser ist, wie immer. Ja, es gibt die pauschale Lösung, so macht man es, die gibt es halt leider nicht. Und als letztes habe ich hier noch aufgeschrieben, den sogenannten Jacquard-Index. Da ist der anschauliche, die anschaulichere Bezeichnung wäre, das ist die Intersection over Union. Das muss ich Ihnen, glaube ich, kurz mal, gell? Ich schreibe es Ihnen kurz, ich male es Ihnen kurz dazu. Einen Moment. Was ist Intersection over Union? Naja, wir haben auf der einen Seite unsere Ground Truth, also das, wie es wirklich ist. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Messung. Ja, das links sei die Gruppe zum Beispiel der Menschen, die tatsächlich krank sind. Und links, das ist die Gruppe der Menschen, die wir als krank gefunden haben in unserem Test. Und jetzt haben wir hier die Schnittmenge. Das ist die Intersection. Und was ist die Union? Ja, die Union ist einfach alles. Ja, die Union wäre alles. Und wenn wir jetzt rechnen, die Intersection over Union, also Intersection geteilt durch die Union, dann gibt es natürlich auch ein sehr schönes Maß dafür, wie gut stimmt die Wahrheit mit unserer Messung überein. Wenn das Ganze 1 ist, dann würde das heißen, ja, wenn es 1 ist, würde das heißen, dass die beiden komplett übereinander liegen. Und jetzt wäre Chaka gleich 1. Wenn das 0 ist, würde das heißen, dass es da keine Überschneidung gibt. Also ist ein sehr anschauliches Maß, wie gut unser gemessenes Ergebnis oder unser Ergebnis, das unser Modell ausspuckt, mit der Wahrheit, mit der echten Wahrheit übereinstimmt. Intersection over Union. Das sind also F1-Score, G-Mean, Jacquard-Index. Das wären drei Größen, die durchaus Sinn machen zu berechnen, wenn Sie eine Maß zahlen wollen, die eigentlich immer besser sind als die Accuracy und auch immer noch besser als die Balanced Accuracy. Also Balanced Accuracy können Sie eigentlich auch bleiben lassen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ja auszurechnen. Es sind ja nur die vier Zahlen, die man hier berechnen muss. Ja, wir haben hier wieder unser Dumm-Modell, Limit 45 Grad. Wir messen null Positive, sodass wir sicherlich eine sinnlose Messung haben. Sie sehen, die Balanced Accuracy, die ist jetzt eben bei 50%. 50% ist 0, 50% ist fast 100. Also sind wir bei knapp 50% für die Balanced Accuracy. Das ist immer noch viel zu schlecht. Wir haben keine 50% richtig gemacht. Wir haben gar nichts richtig gemacht. Sie sehen aber, der F1-Score, der G-Mean, beide G-Means sowie der Intersection over Union, die sind alle 3-0. Ja, das heißt, das sind tatsächlich Maßzahlen, die uns so einen Unfug tatsächlich identifizieren und die tatsächlich in so einem Fall erkennen, oha, hier hast du Unfug gemacht. Jetzt machen wir noch das etwas richtigere Modell, das immer noch die Annahme hat, alle Kranken haben Fieber, alle Gesunden haben keins und wir haben ein Limit, das uns genau zwischen krank und gesund unterscheiden lässt. Hier war der einzige Fehler im System oder in der Idee, war noch, dass wir die Grippe mit drin haben und dass wir eben alle haben, wir können alle richtig identifizieren. Wenn wir das machen und hier unsere Maßzahlen berechnen, dann sehen Sie eben wieder die Balanced Accuracy in dem Fall, die ist bei 95% völliger Unfug. F1 6,9,
G-Mean mit Precision Recall ist 19. Mit Sensitivität, Spezifität sind wir wieder bei fast 95%. Ja, der wird es nicht erkennen, dass hier was nicht stimmt. Wenn Sie das berechnen, wenn Sie einen G-Mean aus Sens-Spezi berechnen und Sie bekommen 95%, würden Sie sagen, oh ja, ist doch ein gutes Modell. Nein, es ist Unsinn. Ja? Also, Chakar-Index ist wieder klar. Ja, also Sie sehen, was müssen Sie berechnen, um tatsächlich ein Modell beurteilen zu können? Ich habe links nochmal die Einzelwerte alle auch aufgeschrieben, ja, dass Sie die einfach mal sehen. Ja, und da sieht man eben auch wieder, Fallout ist klein, Miss ist null. Genau, Precision ist klein. So. Das waren natürlich alles sehr unwirkliche Beispiele, ja, mit Annahmen, die völlig unrealistisch sind, die mit richtigeren Zahlen, auch noch Modellzahlen, aber richtigeren Zahlen, ist einfach schwieriger zu rechnen. Deshalb habe ich mir gedacht, das mache ich nicht von Hand. Dazu gibt es R. Ja, solche Sachen machen wir mit R. Deshalb habe ich Ihnen ein kleines Notebook vorbereitet, wo wir mit R und diesem Carré-Package die Sachen berechnen. Das berechnet uns nämlich auch diese ganzen Measures relativ einfach. Ja, ich zeige es Ihnen nur ganz kurz, vor allem damit Sie die Ergebnisse dann sehen. Um das Ganze mal mit ein bisschen realistischeren Zahlen auch rechnen zu können, habe ich Ihnen ein kleines Notebook hier im RStudio vorbereitet. Und zwar benutze ich die Bibliothek Kite hier. Musste erstmal in den Namespace holen und dann habe ich mir eine kleine Funktion geschrieben, die nennt sich Calc Measures. Da schauen wir gerade mal, was da passiert. Der Calc Measures übergebe ich einen Data Frame und da gibt es eine zentrale Funktion, die heißt Confusion Matrix, die berechnet die Confusion Matrix mit allen Werten darin und gleich auch noch eine ganze Menge unserer Maßzahlen. Ich kann über das Element Table, in dem Objekt, das hier zurückgeliefert wird, direkt auf die Confusion Matrix zugreifen und hole mir dann aus der Confusion Matrix raus die True Positives, die True Negatives, die False Positives und die False Negatives, indem ich einfach das entsprechende Matrix-Element, ja, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1 nehme. Sie sehen, für diejenigen, die R nicht kennen, noch nicht kennen, muss ich vielleicht sagen. Bei R fängt der Index bei 1 an. Ja, deshalb 1, 2, 1, 2. Und N und P rechne ich mir auch noch aus, damit ich die einfach habe, um nachher die in den Formeln benutzen zu können. Dann hole ich mir noch einen Vektor Values raus. In dem stehen tatsächlich schon ganz viele unserer Maßzahlen drin. Precision Recall, Sensitivity und so Zeug steht da alles schon drin. Ich berechne nur noch die, die ich zusätzlich brauche, nämlich diese G-Means. Die berechnet mir das Paket noch nicht, aber die kann ich dann ganz leicht aus Precision Recall, was schon da ist, eben berechnen. Oder aus Sensitivity, Specificity, den Fallout, das Miss. Und Sie sehen, da ich die Werte hier mir schon aus der Tabelle geholt habe, kann ich das einfach wie aus dem Lehrbuch abschreiben, quasi Fallout Miss, Chakar Index und die Accuracy auch noch. Und dann gebe ich das Ganze wieder als Data Frame zurück. Also das ist meine Funktion Confusion Matrix. Ich führe sie nochmal aus. So, jetzt bauen wir unsere Daten. Ich sage als erstes mal, ja, wie viele Menschen habe ich, die erkrankt sind. Also 300.000 Covid-Erkrankte, 8 Millionen Grippe-Erkrankte und 80 Millionen Einwohner haben wir. Jetzt kommen meine idealisierten Daten. Erstmal nochmal die, die wir in der Vorlesung gerade gesehen haben. Also die Covid-Erkrankten haben alle eine Körpertemperatur von 42 Grad und bekommen das Label Covid, Influenza ebenso, nur mit dem Label Influenza. Und die Gesunden bekommen 37 Grad Körpertemperatur und das Label Healthy. Ja, jetzt kann ich mir die alle zusammen
wollen einfach, ja, mit R-Bind, Row-Bind packe ich die alle untereinander. Können wir das jetzt mal anschauen. Ja, und da sehen Sie, die ersten 500 Elemente sind jetzt immer alles Covids. Und, ups, wo ist er? Da. Die erste Spalte ist Temperatur, T, die zweite Spalte ist Condition. So, jetzt muss ich noch ein paar Modifikationen machen. Ich möchte die Grippepatienten ja alle als gesund ansehen. Die sind ja wirklich, die haben ja nicht Covid. Deshalb sind sie für mein Covid-Screening sind sie quasi gesund. Also ersetze ich in allen Zeilen, in denen die Condition Influenza ist, ersetze ich diese Condition durch Healthy. So, dann muss ich noch aus den Spalten Faktoren machen. Warum das? Nein, als erstes muss ich noch einen Testresult dazu schreiben. Genau, ein Testresult brauche ich ja noch. Das mache ich mit dieser Zeile. Und zwar, ja, dummerweise ist das hinten abgeschnitten. Also ich hole es mal rein. Ja, in R gibt es die Funktion if-else, das ist im Prinzip der bedingte Operator, der bedingte Operator, da kann ich sagen, nimm jede Zeile vom Data Frame und wenn dort 41 drin steht, wenn dort größer 41 drin steht, dann sag, er hat Covid und ansonsten sag, er ist gesund. Das heißt, das ist mein Testergebnis. Ja, ich messe die Temperatur, aber ich sage, ab 41 Grad soll er Covid haben, ansonsten soll er gesund sein. Schauen wir uns jetzt mal. Ups, wieso macht das nicht? Irgendwo hängt er hier gerade beim Evaluieren drin, gell? Jetzt ist er wieder da. Unexpected, Klammer zu. Also nochmal. Ich baue den nochmal neu, dass da nichts passiert. Okay. Nein, er hängt nicht im Evaluieren, er braucht eine Weile. Das sind jetzt 80 Millionen Zeilen im Data Frame. R ist nicht so besonders schnell und 80 Millionen ist relativ viel. So, das war das Problem. So, und jetzt, ja, jetzt schauen wir uns all mal an. Das ist natürlich auch schlecht, was ich hier mache. Ich schaue mir den Kopf an. Genau, ich schaue mir den Kopf an. Und jetzt sehen wir Temperatur, Condition, Test Result. 42 ist größer 41, deshalb habe ich Test Result, ja, Covid. So, das Letzte, was wir hier brauchen, ist, wir müssen Faktoren draus machen. Was ist ein Faktor? Eine Spalte im Data Frame bei R ist dann ein Faktor. Wenn es aus einer bestimmten begrenzten Anzahl von unterschiedlichen Ausprägungen besteht. In dem Fall habe ich ja nur Covid und Healthy. Das heißt, ich habe zwei Faktoren. Ich muss für viele Statistik-Anwendungen, muss ich die Spalten als Faktor definiert haben, damit die danach splitten können, damit die den Data Frame aufteilen können nach diesem Faktor. Also ich mache hier einen Faktor draus und ich mache aus Testresult auch einen Faktor. Mal gucken, sieht noch genau gleich aus. Ja? Aber wenn ich Structure All sage, dann sehe ich, All ist ein Data Frame mit 80 Millionen Zeilen. Eine Spalte ist Temperatur, die zweite Spalte ist Condition, die dritte Spalte ist Test Result. Und Condition und Test Result sind Faktoren und die haben zwei Levels, nämlich den Level Covid und Healthy. Und jetzt sehen Sie auch, wie er das abspeichert. Bei dem Faktor speichert er eben nicht an jeder Stelle den String ab, sondern er speichert ab, welcher Faktor das ist. Das ist deshalb praktisch, weil jetzt kann er natürlich sehr, sehr schnell aufteilen nach dem Faktor, ohne dass hier String-Vergleiche gemacht werden müssen. Sehr clever. Einzig Umständliche ist, man muss vorher den Faktor draus machen. So, und jetzt rufe ich meine Calc Measures auf. Das dauert auch ganz kurz, weil 80 Millionen
Werte stehen da drin. Und jetzt schauen wir uns die Measures an und wir sehen hoffentlich genau dieselben Werte, die vorher auch auf der Folie standen. Genau. Jetzt kommen die schöneren Zahlen. Ja? Und zwar nehme ich jetzt einfach an, jeder Patient hat nicht einfach Fieber oder nicht Fieber, sondern ich gebe Normalverteilungen an. Also ein kranker Mensch hat eine erhöhte Temperatur und die berechne ich über eine Normalverteilung mit dem Mittelwert 40 Grad Celsius und einer Standardabweichung von 2. Ja, das heißt, das kann durchaus sein, dass ein Kranker auch mal nur 37 Grad Körpertemperatur hat oder dass ein Gesunder auch mal ein bisschen eine höhere Körpertemperatur hat. Also ich definiere mir das mal vor und definiere jetzt wieder meine Patienten. Also ich suche hier mal um. Brechen, damit Sie es lesen können. Also, Covid-Patienten mache ich mir mit 40 Grad Standardabweichung 2. Influenza-Patienten mache ich mir auch mit 40 Grad Standardabweichung 2. Und die Gesunden mache ich mir mit Mittelwert 37 Grad Standardabweichung 0,25. Die haben alle relativ ähnliche Körpertemperatur um die 37 Grad rum. So, der Rest ist wie oben. Ich binde die alle zusammen. Ich mache genau dasselbe, was ich oben auch gemacht habe. Also die Grippe-Patienten mache ich gesund im Label, weil sie keinen Covid haben. Ich generiere mir die Testresults mit größer gleich 41. Ich mache die Faktoren wieder draus. Das dauert jetzt ganz kurz, weil das wieder über 80 Millionen Zeilen geht. Kurzen Moment. Und ich berechne meine Measures und schaue mir das Ergebnis an. So, und jetzt sehen Sie, was dieser Test bringt. Dieser Test bringt eine Sensitivität von 31%, knapp 31%, eine Spezifität von immer noch 97%, ja, ist tatsächlich viel zu hoch. Schauen wir uns mal die Werte an, die sicherlich vernünftiger sind. Ne, schauen wir uns immer die Accuracy an, die ist immer noch 96,97%. Die Balanced Accuracy ist immer noch 64%, also viel zu hoch. Aber der F1, der ist 6,5%. Die G-Means sind 10% für Precision Recall oder 54% für Spezi und Sensi. Fallout haben wir wieder 0, also 3%. Chakar 3,5%. Also Sie sehen, wenn wir zum Beispiel F1 nehmen oder Chakar, dann bekommen wir hier ganz, ganz schlechte Werte für diesen Assay, weil der natürlich immer noch schlecht ist, ja? Weil wir immer noch ganz viele Grippepatienten da drin haben, die unser Ergebnis verfälschen. Und wenn Sie das anschauen, dann gibt es eben tatsächlich Werte hier, Spezifität zum Beispiel. Accuracy, selbst die Balance Accuracy, die uns einen viel zu guten Test vorgaukeln. Also seien Sie nicht froh, wenn Sie eine gute Accuracy kriegen, sondern überprüfen Sie wirklich sehr gewissenhaft Ihre Modelle, indem Sie mehr als nur eine Maßzahl berechnen, um Ihr Modell um Ihr Ergebnis zu bewerten. Dann sehen Sie auch gleich, wie man das mit R macht.
Ja, schauen Sie es nochmal genauer an, dann können Sie das auch nachbauen, wenn Sie das selber brauchen. Wie man diese Funktionen verwendet, aufruft, R ist der Goldstandard. Ja, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten machen das die Leute mit R, deshalb ist dort die Software einfach am besten. Andere Pakete für Python gibt es natürlich auch, für Julia gibt es die natürlich auch. Und die werden meistens relativ ähnlich verwendet wie die in R, weil einfach sozusagen die alten Hasen alles mit R machen, macht man das, was man neu baut, so ähnlich, dass es so ähnlich funktioniert wie unter R. Das heißt, wenn Sie sich das unter R anschauen, können Sie es nachher auch mit den anderen Programmiersprachen, ganz sicher, ganz gut. Ja, was fehlt uns noch? Eine Kleinigkeit fehlt uns noch. Wenn wir mehr als zwei Klassen haben, ist nicht allzu knifflig, wenn wir mehr als zwei Klassen haben, dann wird eben unsere Confusion Matrix ein bisschen größer. Da haben Sie nicht einfach bloß True positiv, False positiv, sondern Sie haben dann eben eine komplett gefüllte Confusion Matrix. Die richtigen sind immer noch in der Diagonale. Und Sie können sich jetzt leicht selbst überlegen, wie man jetzt in so einem Fall eben die entsprechenden Maßzahlen wieder berechnet, weil Sie können sämtliche Maßzahlen für jede einzelne Klasse natürlich problemlos berechnen und Sie können es auch zusammenfassen, indem Sie dann zum Beispiel einen mittleren Wert berechnen. Okay, das war es eigentlich schon. Ein Vorsicht gebe ich Ihnen nochmal mit auf den Weg. Die Abbildung kennen Sie aus einem Nature Paper von Herrn Sies. Verwechseln Sie nie Korrelation mit Kausalität. Sprich, wenn Sie irgendein Modell haben und Sie sehen, meine Vorhersagen sind super gut, ich habe 96%, dann kann es erstens sein, dass Sie die falsche Zahl betrachten. Ihr Modell ist in Wirklichkeit gar nicht so gut. Haben wir gerade gesehen, vor allem bei der Accuracy, kann aber auch bei den anderen passieren. Und das Zweite, es kann trotzdem sein, dass das, was Sie an Erkenntnis rausgewinnen, vielleicht falsch ist, weil die Interpretation Ihres Modells, die ist nie zwingend, vor allem nicht, wenn Sie von Korrelation auf Kausalität schließen, was wir ganz häufig ja am Ende wollen. Wir wollen ja wissen, warum ist etwas so oder so. Und das Problem, das bleibt uns immer bestehen, egal wie gut Ihr Modell ist. Selbst wenn alle Ihre Maßzahlen perfekt sind, haben Sie das Problem immer noch an der Backe. In diesem Sinne, jetzt können Sie weitermachen mit der Vorlesung.